So, meine Damen und Herren, und nicht anders mag ich meine Early Access Spiele nämlich gratis. Totally Accurate Battle Simulator oder der total akkurate Kriegssimulator befindet sich derzeit in der Open Alpha und kann von jedem von euch kostenfrei gespielt werden. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist euch zum Newsletter anzumelden auf der Spiele-Webseite. Den Link zur Webseite findet ihr unten in der Beschreibung. Die Endversion von TABS wird dann allerdings Geld kosten, aber bis dahin könnt ihr das Ding kostenfrei nutzen. Was ist TABS? Da schauen wir doch einfach mal rein. Wie gesagt, ein total akkurater Kriegssimulator. In dieser Alpha-Version gibt es 20 Level. Alle 5 Level zieht der Schwierigkeitsgrad an. Ihr seht hier links Level 1 bis 5 grün, dann wird es so orangig, dann blauig und dann grünig, gelbig. Anders halt. Ich gehe mal kurz auf Level 1, um euch zu zeigen, wie das Spiel funktioniert. Das ist das Schlachtfeld und das sind die bösen... ich will die Kamera drehen. Kann ich gerade noch nicht. Okay, gut. Kann ich gleich erst in der Schlacht. Aber das sind die bösen blauen Gegner. Diese Schweine. Und die wollen wir niederknüppeln. In jedem Level haben wir dazu eine bestimmte Anzahl an Kohle zur Verfügung. Das seht ihr hier unten. In diesem Fall sind es 500. Oben links seht ihr die einzelnen Einheiten in den Kategorien Vikings, Crusaders, Greece, Asia, Napoleon und naja, der Rest halt. Das heißt, wir stellen uns jetzt für diese 500 eine Armee zusammen. Die Armee greift die anderen an, also die blauen, und versucht zu gewinnen. Das ist hier die erste Mission, die ist relativ simpel, deswegen können wir hier einfach ein paar Bogenschützen platzieren. Und davor noch ein paar, ja, Standardkämpfer. Und dann können wir einfach auf Start klicken und die glorreiche Schlacht beginnt. Unsere Bogenschützen schießen und hier kommen die bösen blauen Gegner. Und ihr seht diese epische Schlacht. Und natürlich ist das eine total akkurate Simulation. Seht ihr ja. Da ist er tot. Das Ganze ist also mehr ein Puzzlespiel, wenn man ehrlich ist. Aber ein sehr, sehr unterhaltsames und bereits jetzt schon sehr gut umgesetztes. Wie gesagt, das ist eine Alpha-Version. Das heißt, das Ding ist noch überhaupt nicht final. Das sieht man nicht nur an den Menüs oder den Grafiken, sondern an allem. Die Alpha soll euch zeigen, wo die Reise von diesem Spiel hingehen soll. Und ich finde halt schön, dass dafür kein Geld verlangt wird. Ich möchte aber anmerken, dass ich nicht will, dass die Figuren-Assets ausgetauscht werden. Das sieht einfach geil aus. So. Das ist das zweite Level. Diese Taekwondo-Leute, die sind halt nicht so sonderlich stark. Generell ist das Balancing noch nicht so wirklich perfekt. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt hier nochmal... Komm, wir nehmen mal ein paar Vikings. So... Und zusätzlich tatsächlich einfach nochmal ein paar Bogenschützen. Machen wir nochmal ein bisschen cheap hier. So, und weil wir noch 40 über haben, holen wir uns noch hier Billos. So, einfach so Typen ohne irgendetwas. Quasi auch, was der Gegner hat. Und da kommt unsere glorreiche Armee. Wow, man kann auch noch so, die Kameraführung ist auch noch nicht so ganz akkurat, aber hier seht ihr diese epische Schlacht. Die Blauen gewinnen gerade, aber zack und zack. Ist schöner, schöner Hechtsprung, Kollege. Das ist der Kriegsheld. So, jetzt ist das dritte Level und jetzt wird es langsam schon ein bisschen schwieriger, denn hier sind jetzt nicht nur Ritter, sondern auch Typen mit Schilder davor. Das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken. Die normalen Einheiten, die wir jetzt hatten, funktionieren so nicht mehr. Wir müssen also etwas mehr, naja, kombinieren. In diesem Fall, guck mal, es gibt sogar Trump. Die werden wir gleich auch noch sehen. In diesem Fall werde ich mich jetzt dafür entscheiden, eher so ein bisschen auf die Kategorie Katapult zu gehen. Wir bauen hier also ein Katapult hin. Und ansonsten relativ viele Footmans, also diese Standardeinheit. Auch jetzt nicht sonderlich spektakulär, was wir vorhaben. Aber ja, das Katapult lädt auf und schießt und trifft. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass... Oh, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, dass das Katapult unsere Einheiten auch tötet. Das wird nicht passieren. Doch, so ein bisschen nah. Aber ihr seht diese wunderschöne Schlacht. Unsere Kollegen hier, die alles abmetzeln. Und da rollte der Ball einmal durch. So, sehr gut. Wir haben... Der Kollege wird noch mitgetragen auf der Klinge. So, 1 gegen 1 plus Katapult und... Oh.
Das ist doof. So, jetzt können wir natürlich so ein bisschen nachdenken. Hier kommen Speerträger und das, was wir nicht machen sollten, ist jetzt mit Pferden angreifen. Denn natürlich hat das Ganze etwas dieses Schere-Stein-Papier-Prinzip, welches ihr von vielen anderen Spielen auch so kennt. Gerade wenn ihr etwas, Strategiespiele im Mittelalter und so weiter, die da angesiedelt sind, zockt, dann wisst ihr, Reiter gegen Speere eher ungünstig. Übrigens, wir können die Impact Engine hier auch hochdrehen, eigentlich. Oder kann ich das nur in den Menüs? Schade. Egal. So. Und Speerträger machen wir wie kaputt? Genau. Mit Bogenschützen. Das finden die nämlich relativ uncool. Und zusätzlich... na komm, was bauen wir da noch rein? Irgendwas Lustiges will ich da noch reinbauen. Ein paar Boxer da, die sterben ja eh direkt. Wir haben noch 700. Oh ja, was Schönes noch. Die Barrel Roller sind halt leider ein bisschen kacke. Ich zeige euch übrigens gleich um so ein bisschen die kurioseren Einheiten. Komm, wir bauen mal einen Samurai-Master rein. Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Und so ein paar Taekwondo-Leute. Mal gucken, ob das was bringt oder nicht. Das werden wir jetzt sehen. So, hier ist die erste Welle von den Gegnern. Die Bogenschützen nieten erstmal. Da kommen unsere Taekwondo-Leute und werden direkt aufgespießt und verrecken jämmerlich. Unser Samurai kämpft da. Da hüpft er. Macht sie kalt. Ah! Guter, bester Samurai. Seht ihr noch hier an, wie er da durchs Schlachtfeld... Er ist tot. So, und jetzt wird es ein bisschen knapp, glaube ich. Nein, das schaffen die Bogenschützen. Sehr gut. Gewonnen. So, jetzt haben wir 2000. Allerdings haben wir auch jetzt zwei Katapulte und... Was sind das hier? Diebe, also so kleine Typen mit so einem kleinen Dolch. Hier könnten wir jetzt zum Beispiel wieder mit Pferden und Co. arbeiten, aber ich möchte jetzt einfach mal den Trump ausprobieren. Trump hat zwei, Gewehre. Ja, sehr gut, Trump. Und Trump ist tot. Oder? Nein, 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 nein. Er hält sich. Der ist verrückt, der Mann. Der ist verrückt. Über Kreuz. Schießt da hier alles weg. Oh, du, der hält sich. Schaut ihn euch, ich glaube gleich ist er aus der Map raus. Der hält gut was aus, der war aber auch teuer, allerdings glaube ich halt nicht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Die haben auch die Sprüche mit eingebaut. Wie lustig, so. Wir müssen da so ein bisschen, Superboxer ist glaube ich Chicken Man. Guck mal, 5000 haben die Lebenspunkte gehabt, na gut. So, ich würde mal sagen, wir müssen hier so ein bisschen, ich würde sagen, wir bräuchten... Ich dachte, das wären Reiter. Sind's nicht. Das sind Schlitten. Naja, mit Rudolf obendrauf. Und so ein bisschen... Lebt Rudolf... Macht der jetzt auch was? Gut, okay. Das war auch nicht die klügste Idee. Versuchen wir es mal auf eine andere Methode, denn wir nehmen jetzt die... Wie machen wir das denn? Also der war so ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Ich habe eine Idee. Wir nehmen einmal ihn. Einmal ihn und einmal ihn. Das sind so Typen auf Fässern, aber das sind Explosionsfässer. Und ansonsten nehmen wir noch zusätzlich... Die Taekwondo-Leute sind nicht so sonderlich stark. Vikings einfach, das ist glaube ich nicht verkehrt. So, auf geht's! Schön in der Reihe, damit das Katapult nicht direkt alles wegballert. Sind alle verbrannt. Na, guter Kerl, du! Oh Gott, das geht nicht gut aus. Mach was, dreht gegen! Nein! Okay, auch das war nicht so sonderlich klug. Wie machen wir das denn jetzt? Das muss doch hier ein bisschen, das kann doch nie angehen. So eine verdammte Kacke hier. Wisst ihr was? Hier bauen wir eine Kanone. 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 Und dazwischen. Schwert, Leute. So, jetzt aber. Jawohl, ja. Das ist auch scheiße. Sehr gut. Ich kann übrigens nicht steuern, wohin jeder hier steuert, das wollte ich schon sagen, schießen soll oder was auch immer. Das ist alles so automatisch. Die schießen halt, wohin sie wollen. Zwei Kanonen kaputt, da sind noch unglaublich viele Feinde, das wird nichts.
Okay. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Das ist noch ein leichteres Level, ne? Das ist noch Level 5. Aber ich verkacke gerade nach allen Regeln der Kunst. Die Ballista ist halt auch nicht so klug. Wir können das versuchen. Das ist aber auch, glaube ich, doof. Nö, das war ganz okay. Aber da fehlen mir jetzt die Nahkämpfer so ein bisschen. Weil, ja, zack, zack und zack. Ja, ich bin unglaublich gut. Shield funktioniert nicht. Spearman, Speere funktioniert nicht. Ich brauche schnelle Einheiten. Diese Taekwondo-Leute sind halt auch rotzig. Headbutt. Boxer? Barbaren. Das wäre eine Idee, oder? Komm, wir machen das einfach so. Das ist immer eine Idee. Wir können ja auch mal flankieren, ehrlich gesagt, ne? Das wäre gar nicht so doof. So. So. Versuchen wir es mal so. Komm, die Barbaren. Mit den Keulen. Da sterben jetzt ein paar. Allerdings, die Katapulte schießen ja auch die Blauen kaputt. Sehr gut. Die rechte Flanke ist quasi gewonnen, nur noch das Katapult steht da. Oh, Jungs, dreht euch um! Nein, geht doch zum Katapult! Oh Gott, ihr seid so tot. Oh ja. So, hier sieht's auch gut aus, hier sieht's auch gut aus. Und hier hinten haben wir noch die Boxer. Seht sie euch an. Das läuft, glaube ich, jetzt ganz gut. Wir haben noch... Oh, wir haben nur noch auf der rechten Flanke was. Das läuft schon wieder nicht. Oh Gott, das wird nichts. Oh nein! Shit, wir hätten auf der anderen Flanke ist zu wenig. Ach, ihr sterbt jetzt. Da lebt nur noch einer und der ist jetzt tot. Nein, elegant ausgewichen, Kollege. Haut ruf! Haut ruf! Der lebt noch! Der lebt noch! Nein! Lebt noch hier jemand? Ah, da lebte noch einer. Verdammte Scheiße! So, die Idee war echt nicht so verkehrt. Aber das müssen wir irgendwie anders machen, du. Was wir jetzt machen, ist hier vorne so ein paar Leute hinstellen. Weil hier schießen die Katapulte und dann werden die eigenen Leute getötet. Das heißt, das machen wir jetzt einfach. So, baue ich jetzt über so ein bisschen was hin? So. Aber gleichzeitig... Die Barbaren haben ja grundsätzlich gereicht. Die waren ja stark genug für die Katapulte. 60er Speed. Ich bräuchte ja etwas, was ein bisschen schneller ist. Aber die sind alle so lahmarschig, ne? Eine M16. Das hilft mir nicht. Ihr seid auch... Da, die Headbutter. Gut, okay, das klingt ganz gut. So... Verteilt. So. 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 Das ist keine Angriffsformation, das ist einfach nur so barbarischer Krieg, der jetzt hier geführt wird. Und ich hoffe, die Katapulte schießen in die Mitte. So ein bisschen hat das funktioniert. Schießen zumindest hier voll drauf. Oh, ihr Headbutter, ihr sollt... Nein, was macht ihr da? Geht auf die Katapulte! Ja, da gehen sie auf die Katapulte, sehr gut. Oh nein, 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 das Katapult zielt auch auf die... Einer überlebt, einer hat überlebt. Sehr gut, Headbutt, Headbutte ist... Bist du tot? Scheiße, der ist tot, seht ihr? Oh, wie sieht's denn da in der Kriegsführung? Es läuft ganz gut. Wir haben noch genug Jungs. Sie teilen sich gerade alle auf. Das eine Katapult ist weg. Sie stürzen sich auf das zweite Katapult. Es ist weg. Das dritte Katapult, oben hängt einer. Gewonnen! Gewonnen! Ah, das war eine scheiß Krieg... Ist egal. So. Versuchen wir das Ganze mal jetzt wieder ein bisschen taktischer. Wir haben hier die Schwerttypen. Wir haben einmal welche mit Schilder und nochmal Schwert. Ich wäre dazu geneigt, Kanonen zu nutzen.
So, komplett auf Fernkampf. Oh Gott, das geht, glaube ich, nicht gut aus. Oh, wobei. Scheiße. Sehr gut, die Kanonen schießen zumindest schon mal auf die Soldaten. Das ist mir wichtig. Schieß voll in die Mitte. Sehr gut. Oh, das sind zu viele Leute mit den Schildern. Das geht nicht gut aus. Oh, das war's mit der Kanone. Nein, doch nicht. Komm, schieß nochmal. Sehr gut. Hier war noch eine Kanone, aber... Oh, das wird nichts. Schade. Ja, das war jetzt nicht so der glorreiche... Das war einfach nicht glorreich. So, wie machen wir das ein bisschen schöner? Was wir machen können ist... Das so rollen lassen, das wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Und Speere, oder? Speer gegen Schild ist, glaube ich, auch nicht so klug, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen hier mal so einen kleinen Trupp an Speerleuten. Ich lasse die alle ein bisschen längs, damit sie nach Möglichkeit. Okay, und wir haben jetzt ja unsere Rolltypis. Oh, das macht gleich Boom. So, und jetzt das Feuer. Schön, dass zwei von den Rollis einfach auf die Mitte gingen. Oh, das gefällt mir jetzt auch nicht so gut. Ich dachte, einer von denen geht vielleicht nach rechts, aber laufen viele durchs Feuer. Ich dachte, die Speertypen sind besser gegen die Infanterie. Nee, das läuft. Das Ding ist, glaube ich, gewonnen. Oh, da, oh Gott, ich nehme das. Nein, da, oh, das wird sehr knapp. Oh Gott. 2 gegen 2. 2 noch gegen 2. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Metzelt ihn ab. Ja, sehr gut. Ein knapper Sieg, aber ein Sieg. Und später in den Geschichtsbüchern wird da keiner mehr nachfragen. So, jetzt haben wir sehr wenig Geld. Und hier sehr viele Bogenschützen. Da würde ich jetzt tatsächlich Taekwondo-Leute nutzen. Die und hier oben auch ein paar Takeys, einfach nur. Und dann noch, ich glaube, das sind leider gerade auch schon zu viele, die ich gebaut habe. Ein paar Bogenschützen noch dazu. So, das heißt so, Operation Human Shield, das sind die Taekwondo-Leute. Springt in den Krieg! Sehr gut, vor allem ist wichtig, dass ihr die jetzt angreift, bitte. Oh nein, das schaffen die nicht. Mach was! Ja, um Taekwondo, noch ein um Taekwondo und er hat einen Pfeil durch den Arsch. Okay. Oh, scheiße, das eine Schild kommt durch. Oder? Der wankt so ein bisschen. Scheiße, der zieht jetzt die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Ja, und jetzt... 2 gegen 4. 2 gegen 1. Einer von den Blauen hat überlebt. Das ist doch ärgerlich. Die Idee war gar nicht so schlecht, sie war einfach nur scheiße. Wir könnten ein paar Ninjas machen, oder? Ja, noch gar nicht. Ein paar Ninjas? Hier ein paar Taekwondo, Leute. Und, warte, nee. Das so gut war? Na, immerhin. Die Knarre hat die alle gekillt und jetzt sind es nur noch die Bogenschützen gegen die. Ninjas mit den Ninja-Sternen und das geht ganz gut, ehrlich gesagt. Die sind gar nicht so verkehrt. Gewonnen! Sehr schön. Habt ihr gut gemacht, Jungs. So, was haben wir denn jetzt hier? Das sind, oh shit, das sind alles Gewehre. In einer langen fucking Linie. Wir könnten Hillary einfach mal schicken. Mal gucken, was da passiert. Was ist denn deine Waffe? Was ist denn das? Wirfst du damit E-Mails? Ist es das? Okay, das Problem ist... Ja, ich verstehe schon, dass... Da ist sie. Ja, okay, gut. Das wird so nix. Aber der Chicken Man, was ist denn Chicken Man? Ich muss das leider mal kurz gucken, was Chicken Man ist.
Was ist das denn? Da brauche ich mal zwei von. Was malt ihr jetzt? Was soll das denn? Ach du Heilige! Was machen diese Hähnchen? Ah, sie attackieren die Typen. Sehr lustig. Gut, okay, aber es bringt uns nichts. Dann müssen wir einfach eine riesige Reihe Nahkämpfer ballern, ne? Und zwar eigentlich möglichst sehr schnelle. Ich würde da jetzt einfach volle Breitseite mit Taekwondo-Leuten angreifen. Die Reihe ziehen wir durch. So. Masse statt Klasse. Lauft, Kollegen! Die Hälfte stirbt jetzt erstmal. Achtung. Das ist absoluter Quatsch, wie wir hier kämpfen. Aber das sind so viele, da kommen sie nicht gegen an. Weil ihr nur Kackmusketen habt. Attacke, Taekwondos! Hoio! Sehr gut. Da oben ist eine riesige Schlacht. Da werden sie niedergekickt. Das habe ich mir jetzt... Aber das Schöne ist, die schießen ja alle so schön in der Reihe und erschießen sich teilweise auch selbst. Und diese Kugeln, glaube ich, töten jeweils nur einen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Sehr gut. Ja, immer rauf da. Ja, ja. Sehr gut, Jungs. Und weggekickt den Kopf. Ja. Bringt sie um. Da leben die letzten vier. Das wird eine spannende Schlacht. Springt. Da kippen sie alle um. Da kippen sie alle um. Das ist einfach eine Akkurat. So war Krieg damals. Im Mittelalter und im frühen industriellen Zeitalter. So war das. So, gewonnen. Mit unserer Truppe von Idioten haben wir gewonnen und müssen jetzt gegen 4-5 Kanonen und so weiter kämpfen. Aber ich glaube, ihr habt verstanden, wie das Spiel geht. Und jetzt ist das schön, wir haben 3000. Jetzt können wir mal den Superboxer bringen. Der hat goldene Handschuhe. Oh, ich glaube, der kommt nicht dazu, irgendwie anzugreifen. Oh, der hängt sich ganz gut durch. Der sprintet ganz gut durch. Der duckt sich ganz gut durch. Das ist ein Tier. Das ist ein Tier. Komm schon, Junge. Komm schon! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich weiß nicht, wie viel Energie der noch hat, aber ich finde das... Der bringt eine Energie an den Tag! Komm, wenn du die... Wenn du die scheiß Kanone noch kriegst, können wir... Ah, schade eigentlich. Das war knapp. Okay, soviel zum Thema Superboxer. Was haben wir noch so Wildes? Chicken Man Man. Ah, das können wir leider nicht... Schade eigentlich. Ich hätte ganz gerne irgendwie nochmal. Ich weiß gar nicht, gibt es das schon? Das können wir noch einmal gucken, bevor ich euch. Ah, Sandbox. Sehr gut. Da gucken wir doch nochmal rein, oder? So zum Ende hin. Guck mal, 4 Settings haben wir derzeit. Nehmen wir mal Japan ganz kurz. Und dann würde ich mal sagen. Komm, wir lassen dann mal einfach so ein bisschen. Ich möchte nämlich tatsächlich mal so ein bisschen sehen, was hier die anderen noch sind. Super. Was war das? Okay, was auch immer das ist. Was machst du jetzt? Okay. Du bist einfach nur super. Okay, das ist ja unspektakulär. Aber wir haben ja noch den Dunkel. Was ist denn mit dir? Was bist du jetzt für einer? Ah, guck mal, der fehlt. Oh. Moment mal, kann der das einfach? Ist das, weil der tötet, ich meine, der kostet 20.000, ja, aber gucken, ob der die, kriegt der die hier alle tot? Das würde ich mal interessieren. Komm. Ja. Ja, na, nicht alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die schmeißen sich alle auf ihn. Das ist eine Schlacht des Todes. Seht euch an, wie sie alle gefehlt werden. Und wir haben gewonnen. Sie sind alle tot. Oh, sehr schön. Was haben wir denn? Ich will da hier nur die letzte Einheit wollte ich auch noch sehen. Was war das hier noch? Super Chicken. Oder Chicken Man Man, ne? Genau. Ach du Kacke. Okay. Ah, okay. Der furzt Chicken Mans und die wiederum Hühner, die einfach angreifen. Ja. Finde ich verständlich, ist klar. Gibt es noch eine Einheit, die wir nicht gemacht haben? Nein, ne? Cool. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit einem letzten Kampf. Hillary! Gegen Trump.
Und als Kombi kriegt der Trump. Also die M16 ist ja einfach nur so ein Typ nochmal. Genau. So, komm. Oh, das wird knapp. Hillary hat keine Chance. Sie schmeißt mit E-Mails um sich, aber dieses Doppelkreuzfeuer von den... Ja. Da hat Rot gewonnen. Aber ja, das ist der DABS, Totally Accurate Battle Simulator. Wenn euch das Ding gefällt, ihr selber mal schauen wollt, wo es auch vor allem hingeht mit der Entwicklung und unterstützen wollt, dann, wie gesagt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und damit sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Vielen Dank, wir sind raus.